Herr Dr. Hosbach, welche Autoinformationssyndrome gibt es bei Kindern? Ja, also zunächst mal diese Autoinflammationssyndrome, Erkrankungen sind eine ganz neue Erkrankungsart in der Rheumatologie. Entgegen diesen üblichen, sage ich mal, rheumatischen Erkrankungen, Rheumatoide Arthritis oder Kollagenosen, Lupus-Erkrankungen, bei denen es sich um Erkrankungen, um Störungen der erworbenen Immunität handelt, geht es bei den Autoinflammationssyndromen um Störungen der angeborenen Immunität. Hier kommt es zu Defekten bei den sogenannten Granulozyten. Und es werden hier konsekutiv Botenstoffe, Interleukin 1 insbesondere, aber auch andere Entzündungsstoffe freigesetzt. Die führen zu entsprechenden Organschäden, die milde oder lokal, aber auch schwerst ausgeprägt sein können. Dadurch, dass es Erkrankungen des angeborenen Immunsystems sind, treten die in der Regel sehr früh auf und betreffen dann uns Kinderärzte bzw. Kinderrheumatologen. Das heißt, es gibt viele, viele Erscheinungsformen. Es gibt viele Erscheinungsformen, es gibt immer noch mehr Erscheinungsformen. Das hat damit zu tun, dass neue molekulargenetische Techniken zunehmend weitere Erkrankungen detektieren können. Und neben klassischen Autoinflammationserkrankungen gibt es in den letzten Jahren etwa knapp 50 neue. Und es wird erwartet, dass in den nächsten 5 Jahren mindestens nochmal 50 Erkrankungen entdeckt werden. Von den klassischen Autoinflammationserkrankungen, die ich gerade erwähnte, gibt es das sogenannte familiäre Mittelmeerfieber, was schon über 20 Jahre bekannt ist. Oder das Kryoperin-assoziierte periodische Fiebersyndrom. Hier kann es sehr schwere Auswirkungen geben, bis hin zu langanhaltenden Organbeteiligungen, Inflammationen, Destruktionen, Hörschädigungen, Entzündungen des Nervensystems, schweren Gelenkdestruktionen. Dann gibt es das Hyper-IgD-Syndrom. Hier kommt es in der Regel zu Exanthemen, Lymphknotenschwellungen, Durchfällen. Und das sogenannte TRAPS-Tumor, eine große Faktor-Alpha-assoziierte periodische Fiebersyndrom. Hier haben diese Kinder sehr, sehr lange Fieber, 2-3 Wochen Hautveränderungen, Myalgien, Augenveränderungen. Das sind diese 4 klassischen, die schon länger bekannt sind. Und dazu gesellen sich zunehmend neue Erkrankungen. Wie viele Kinder sind betroffen? Also es gibt ein Register bundesweit in Essen, das nennt sich Autoinflammationsnetwork. Und da sind aktuell 1200 Kinder dokumentiert. Aber wie erwähnt, es gibt eben fast jährlich Zuwachs. Und wie verläuft die Diagnostik? Wird die Erkrankung überhaupt früh genug erkannt? Ja, das ist jetzt ein sehr essentieller Punkt. Wir denken, dass diese Erkrankungen noch zu spät berücksichtigt werden. Wir sehen sehr viele Verläufe, die Monate, manchmal Jahre gehen, bis man dann daran denkt. Das hängt damit zusammen, dass die Erkrankungssymptome sehr unspezifisch sind und beispielsweise eine Infektion, eine harmlose Virusinfektion imitieren. Durch immer wiederkehrendes Fieber, durch immer wiederkehrende Hautausschläge, Augenentzündungen, Durchfälle und so weiter und so fort. Also hier ist es wichtig, dass man zunächst mal dran denkt, die Awareness entsprechend hochfährt, um dann in einem weiteren Schritt die Diagnose zunächst mal verfolgen zu können. Und da ist zunächst mal die Zeit mit der wichtigste Faktor, dass man hier über einen Zeitraum von mehreren Monaten diese Episoden genau dokumentiert, verfolgt, ärztlich untersucht und dokumentiert, auch mit einem Entzündungslabor verifiziert, um dann letzten Endes noch über molekulargenetische Methoden die Diagnose sichern zu können. Und welche therapeutischen Maßnahmen stehen zur Verfügung? Ja, also lange Zeit hat man nicht so ganz viele Möglichkeiten gehabt. Da hat man sogenannte nicht-steroidale Antiphlogistika gehabt oder Cortison. Jetzt gibt es beim familiären Mittelmeerfieber allerdings schon einige Jahrzehnte probates Mittel, das ist das Colchicin. Da gibt es aber auch therapierefraktäre Verläufe. Und in den letzten Jahren und ab Frühjahr diesen Jahres stehen
zwei sogenannte Interleukin-1-Blockaden-Blocker zur Verfügung, die sehr spezifisch diese Entzündungseiweiße Interleukin-1-Beta blockieren können und die einem dann helfen können in therapierefraktären Situationen beim FMF, aber auch in anderen Erkrankungen wie das erwähnte CAPS oder Hyper-IgD-Syndrom oder das Tumornekrose-Faktor-Alpha, also das periodische Fiebersyndrom, behandeln zu können. Und sind diese Erkrankungen letztendlich heilbar? Ja, die Frage ist sehr berechtigt und definitiv kann man die Frage auch noch nicht beantworten, weil die zum Teil vom Verlauf abhängt. Manche Erkrankungen haben höhere inflammativen Charakter. Da muss man lebenslang behandeln. Und es gibt aber auch mittlerweile eine Tendenz, dass man versucht, bei bestimmten niederfrequenten Aktivitäten dieses Medikament auch zumindest zeitweilig oder dauerhaft wieder zu beenden. Vielen Dank. Danke auch.